Qualität planen, Zukunft bauen, das ist das Motto von unserem diesjährigen Gemeinschaftsstand. Was verstehen Sie unter diesem Motto? Wir stehen vor einer sehr wichtigen Aufgabe, quasi ein Paradigmenwechsel in der Frage, wie gestalten und planen wir unsere zukünftigen Gebäude und Stadtquartiere? Wie gehen wir mit Mobilitätsproblemen um und so weiter? Die Kriterien, die wir benötigen oder die wir ansetzen wollen für Qualität im Bauwesen, sind vielfältig. Wir haben mit diesem Gemeinschaftsstand verstanden, dass wir nicht nur technische Fragen haben, sondern auch soziale, kulturelle, ökonomische Fragen. Und das Zusammenführen, die gleichzeitige Betrachtung dieser Aspekte, das ist Qualität, wenn sie denn zu einem guten Ergebnis führt. Welche Erwartungen haben Sie an die diesjährige Expo Real? Ja, der Gemeinschaftsstand, den gibt es seit vielen Jahren, indem wir hier auf der Messe vertreten sind. Die Bundesstiftung Baukultur, die Bundesarchitektenkammer, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und der Bund und das Bundesamt für Bauwesen. In meinen Augen ein Dream Team, eine sehr erfolgreiche Arbeit. Ich erwarte mir, dass wir es auch weiterhin und noch verstärkt hinbekommen, die Grundsätze des nachhaltigen Bauens auch hier weiter zu verankern. Wir haben damit insbesondere im gewerblichen Investitionsbereich schon sehr großen Erfolg. Die Zahlen aus dem letzten Jahr sind hervorragend. Wie weit durchdringen wir sozusagen den Markt mit unseren Vorstellungen? Aber wir wollen natürlich auch weiterkommen in der Frage Gemeinsamkeit, gemeinschaftliches Verständnis. Wir werden heute auf der Messe ein Grundlagenpapier mit dem Bundesministerium unterzeichnen. Ein ganz wichtiger Schritt, den wir haben. Von daher Präsentation, Öffentlichkeit und Mission.